Ja, wie viel Kupfer hier ist? Warum wird das nicht weiterverarbeitet? Ja, staut sich. Es staut sich richtig. So, ich sehe schon, ich muss die Plattform ein bisschen weiterziehen, weil das noch nicht super endet. Ja, Beton haben wir auch viel zu wenig drin. Ja. Warum? Ja, Das soll der eigentliche Durchgang werden. Bitte? Wird das der eigentliche Durchgang bei dir? Ja, das, was du jetzt gerade bist, entweder wird das dann die Einfahrt der ganzen Ecke gewesen, dass die ganz außen dann die Ausfahrt und in der Mitte könnte man dann später. Aber die falschen Wände, die sind eigentlich für die Förderwände, ne? Ja, aber es gibt keine Fenster. Wir brauchen eine Verbindung nur für Strom, ne? Ja, klar, kriegen wir noch hin. Oder wir erzeugen den Strom direkt vor Ort, ne? Ist ja auch eine Möglichkeit. Wir könnten die Kohlegeneratoren sogar bis hier hinsetzen, ne? Eigentlich Schwachsinn, aber. Ja. Ist wohin? Wir könnten die Kohlegeneratoren hier auch auf die Plattform später setzen. Kann man auch machen. Aber dann müsste man halt die Kohle dahin liefern, ja, ich weiß nicht. Eigentlich Schwachsinn. Reichen. Dann ist echt die Frage, was wir wo anfangen einzubauen, ne? Jetzt müssen wir gleich mal überreden, ja. So, das hätten wir. Dann jetzt noch welche von denen. Okay, jetzt fehlt mir wieder Beton. Scheiße. Aber das ist schon mal das Förderband geil. Das ist schlecht. Ich habe das falsche Förderband gesetzt. Wieso? Wir hätten schon Modell 2 nehmen können. Das ist doch. Achso, ja, gut, dann sollten wir das auch mal machen. Warum fehlt hier eine Wand? Ja, ich mach das gerade mal noch. Ne? Verbraucht pro Förderband Strecke 2 statt 1 Platte, ne? Ja, das geht aber auch klar. Ja, muss man halt nur wissen, ne? Ja. Machst du da auch eins für rein und eins für raus, oder? Oder führst du beide Förderbänder hier rein? Wie meinst du das? Ich würde eine Förderbandanlage nutzen, die das ganze Zeug reinfährt und eine, die nochmal rausbringt. Je nachdem, ob wir draußen irgendwas brauchen. Weißt du, ich würde sogar sagen, wir haben alles auf Tag auf dieser Plattform, ne? Ja. Die wir ja auch in die Höhe weiterbauen können, ne? Ja, klar. Aber unser am Ende, wo es wirklich einsortiert wird, beziehungsweise um direkt an die Rohstoffe zu kommen, könnten wir eigentlich direkt vor unsere Base bauen hinten, oder? Wie meinst du? Also entweder wir haben komplett autarkes System hier drin, sodass das Lager am Ende auch alles hier drin ist und wir hier immer hinmarschieren müssen, ja, um die Rohstoffe zu holen. Oder wir fördern die Sachen so, dass sie alle vor unserer Haustür einsortiert werden. Gut, dann müssen wir das zu Hause aber komplett umrüsten, ne? Ja, ja, das müssen wir wahrscheinlich sowieso. Ja, können wir auch so machen von mir aus. Ja, entweder das oder. Dass sie quasi nur quasi die Verarbeitungsstätte wird.
Ja, aber auch ein Lagersystem. Na klar, und dann können wir uns das hier draußen noch richtig schön aufbauen. Ja, mehr ist egal, oder? Machen wir so. Ja. Ja. Gut, ja, ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal alles auf der Plattform. Kann man immer noch später rausziehen, ne? Ja. Ich kann noch überlegen, ob wir vielleicht nicht doch mit mehr Förderbänderanlagen hier arbeiten sollen. Die können wir aber auch noch weiter oben rausziehen. Was? Die Förderbänder? Du kannst ja hier noch Wände hochziehen. Ja klar. Oder hier in der Mitte bauen wir halt einfach so einen Fördermast. Ja, schon, das würde auch gehen. Ja, dann bauen wir den wahrscheinlich auf. Kein Problem. Also das ist ja genug. Ja. So, ich brauche auf jeden Fall noch Beton. Ich weiß nur nicht, willst du echt diese Wände hier haben? Ich finde die als Fenster eigentlich praktisch, dass du ein bisschen durchgucken kannst. Und hier ziehst du die noch hin, oder? Hier auf der Seite müssen ja noch hingezogen werden, ja. Und die LKWs sollen wo fahren? Die wir könnten dann entweder hier reinfahren und hier ganz ausnehmlich, wie gesagt, raus. Und hier zu Fuß. Und hier in der Mitte entweder zu Fuß oder später dann zu. Ja, okay, gut, gut. War so die Idee. So. Achso, ich habe mich kurz täuschen lassen. Alles gut, alles gut. So. Kannst du die Kettensäge mitnehmen? Ist jetzt ein bisschen spät für. Na egal. Oh, ich sehe gerade, das gibt Probleme. Mist. Ach so. Könnten wir vielleicht doch die Generation 1 nehmen von den Förderbändern erstmal? Warum? Weil die andere verbraucht anscheinend doch nicht doppelt so viel Eisenplatten, sondern die verbraucht gepanzerte Eisenplatten. Oh. Ich würde sagen, wir bauen erstmal alles auf Generation 1. Das kann man später wieder umrüsten, wenn wir eine eigene Produktionsanlage für versteckte Eisenplatten haben, ja? Ja gut, das ja. Ist zwar ein bisschen umständlicher, aber wir verbeugen sonst so viel Material gerade. Obwohl, wenn schon. Ja, so was jetzt hier Arbeit gerade. Ich sehe gerade, ich muss die Wände hier nochmal neu setzen. Die haben nämlich unterschiedliches Muster, die sehen auf den verschiedenen Seiten doch anders aus. So, wenn man das nämlich unten sieht, quasi hier die Ecke und die Ecke, die sehen auf den anderen Seiten anders aus. Das ist nämlich hier außen quasi extrem glatt. Ich glaube, was die Richtung angeht, hast du es gerade falsch rumgebaut, ne? Ja, jetzt führst du auf der Seite, wo die LKWs quasi reinfahren, führst du die Förderbänder raus. Ist doch richtig, oder nicht? Das hier ist quasi jetzt die Ausfahrt der LKWs, ne? Rechtsverkehr und so. Wir haben noch Linksverkehr, hat man gesagt. Klar. Also ich muss das Förderband oder so nochmal hier raus in der Mitte. Oder in der Wand. Hälfte ist auf der anderen Seite abzubauen. Fail. Passiert, ne? Kommt mal vor, ja. Ja. So, hier geht das Ganze rein. Machst du hier, ich mach auf der anderen Seite. Okay. Förderbänder. Das ist Förderband normal genommen, ne? Ja, nur die bauen wir erstmal, okay? Okay. Die Revolution kommt dann später. So. Da steht. Ah ja, da muss auch so einfach müssen.
So, hier brauchen wir dann. Was sind so? Den hier, ne? Ja, geht dann auch noch hinten. Ja. So. Passt das auch? Ja, doch, passt noch gerade so. Ich muss mal überlegen, wo geht's raus? Hier geht's raus, hat man gesagt. Das heißt, wir müssen hier das Lagersystem errichten, ne? In der Ecke irgendwo, oder? Ist jetzt die Sache, du musst nicht das Lagersystem quasi am Ausgang haben. Das muss nicht sein, ne? Ja, ist eigentlich am sinnvollsten, oder? Ist jetzt die Frage, was genau du vorhast. Was willst du jetzt hier alles haben, was rausgeht? Wir wollen hier auf der Plattform ja alles machen, ne? Ja. Das heißt, Ressourcen, die auf dem Land sind, werden hier hingeführt und hier erst in irgendeiner Form verarbeitet. Das müsste ja heißen, wir brauchen hier auf jeden Fall viele Lagercontainer. Wir brauchen auch mindestens ein Einmalfeld oder ein 2x2-Feld, wenn nicht sogar ein 3x3-Feld für Aufzugssystem. Ja. Mit Landing. Also ich würde so oder so sagen, dass wir jetzt hier quasi am einen Ausgangsbereich ein bisschen Platz lassen. Ja. Dass man hier noch ein bisschen hantieren kann, dass man hier zum Beispiel mit den Fahrzeugen rausfahren kann. Das heißt, direkt jetzt irgendwo dran bauen würde ich so oder so nicht machen. Wie viel Platz? Ich gucke gerade mal, ob ich noch Wände ziehen kann. Ja, kann ich. Ja, das ist jetzt hier mal feste Wände jetzt hin. Ich würde sagen, so. Okay. Das ist jetzt die Frage, bündeln wir das jetzt oder inwie teilen wir die Strecke hier auf? Soll es eine, wenn man jetzt zum Beispiel mit LKWs reinkommt, es gibt ja Ladestationen und so weiter. Machen wir das mal zusammen. Ja, gut. Ich mach's erstmal so jetzt bis zum Eingang. So ungefähr. So. Überlegt gerade, wo wir unseren Aufzug hinsetzen können. Der sollte ja ein bisschen mal am Anfang sein. Wir können auch für den Aufzug. Wie groß hast du gesagt, soll die Platte sein? Ja, ich weiß nicht, was wir brauchen für einen Aufzug. Die schrägen Sprungflächen brauchen wir nicht. Guck mal, so groß ist so ein. Ist ein gerade. Das ist einer, der passt genau. Der passt perfekt hier rein, ja, wie du siehst. Ich kann den mal gerade testweise hinsetzen. Ich weiß aber nicht, ob wir sterben jetzt. Kannst du mal testen? Ja, Scheißdreck mache ich. Also im Water stinkt Strom. Gut, machen wir später. So. Aber ich würde sagen, der Aufzug sollte. So, da eine Plattform hier draußen sein. Ja. Wir brauchen. Hast du ja gesehen, ein Feld braucht das Ding, ne? Ja. Gleichzeitig brauchen wir aber auch noch ein Feld zum Landen, ne? Ja, wir brauchen zwei Felder, die könnte ich ja noch daneben bauen. Ich brauche aber Beton dafür. Haben wir noch Beton? Hier rett mich. Warum übertreiben wir direkt mit so einem Riesenprojekt? Finde ich nicht übertrieben. Wir müssen damit anfangen, weil wir jetzt auch auf Steuern gehen müssen. Wie ist das jetzt, wenn wir die ganzen Ressourcen auf einen Förderband bringen? Kriegen wir die dann trotzdem noch sortiert wieder raus? Nee, also auf ein Förderband würde ich das nicht machen. Nee. Wenn du das hier meinst, würde ich das so machen, dass wir die Wände nach oben weiterhin erweitern, dann haben wir mehrere Bänder, ja. Oder halt aber so ein Fördermast. Ja, oder das ist ja egal. So. Also ich würde immer pro Band immer nur eine Sache liefern. So. So, das heißt, immer auf einem Feld ist der Sprung, das Sprungbrett und auf dem anderen das Landingpad, okay? Ja. Pro Etage. Das merken wir uns mal, das brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir auch noch nicht mehr Etagen haben. Eigentlich brauchen wir noch ein drittes Feld. Für? Für. Warte. Gab's das? Für sowas zum Beispiel.
weiß nicht, wie man. Ah, ich hab nicht Beton dafür. Das für eine handliche Treppe, die du vielleicht schon mal bauen könntest. Okay. Warte mal, das wollte ich wieder haben. Vielleicht kannst du in dem dritten Feld gerade eine Treppe bauen schon mal. Wo finde ich die? Unter Fundamente. Da gibt es Treppen links Treppe und links Treppen rechts. Ja. Mach das rein. Ja. Ja, das sieht doch. Ja, das ist doch gut. Verpackt. Ah, ja. Ist das jetzt so richtig? Wenn man. Kann man durch die Fenster fallen? Ich weiß es nicht. Jetzt ohne Chef gerade, ne? Bist du da durchgekommen oder wie? Nee, ich frag schon gerade, falls das mal passieren sollte. Also, bei mir sieht es gerade nicht danach aus, aber. Nee, bei mir auch nicht. Glaub nicht. Vorsicht. Ja, wie hoch wird eine Etage bei uns? Das ist die Frage. Mindestens zwei. Wenn nicht sogar drei, würde ich sagen. Eine Fabrik ist ja immer sehr hoch, ne? Ja. Und dann könnten wir auch mehrere Förderbänder übereinander hier laufen lassen. Lass mal drei hoch machen, eine Etage. So erstmal? Wenn du die Wände drum setzen kannst, kann ich sagen, wie hoch das ist. Ich glaube nicht. Ja, mach ich. Das wären zwei. Das wären drei, genau. Und jetzt müsste der neue Boden rein. Das heißt, da wo du stehst, war schon der Boden, ne? Oder? Ne, jetzt ist der Boden, genau. Hier ist der Boden. Das wäre die neue Etage jetzt schon, wo du genau warst. Genau. Ui. Vielleicht für den Aufzugsschacht schon mal so bauen gerade, ne? Ja. Die Wand das ist schade. Das ist schade, dass das jetzt nicht geht. Ja, sonst bleibt's offen, ist egal, komm. Ist nicht schlimm. Ja, dann müssen wir noch gucken für die Wand hier oben, ne? Ja. Das ist nämlich auch blöd, dass ich das jetzt hier nicht bauen kann. Ach man. Ja, das ist echt doof. Bleibt ein offenes Treppenhaus, erstmal egal. Kommt vielleicht noch. Ist ja auch okay. Die Alternative wäre halt selber mit Gehwegen und so, ne? Ja, können wir immer noch. Wir brauchen ja immer erstmal jetzt irgendwas Provisorisches. Ist jetzt irgendwie. Das ist jetzt scheiße. Und so einfach mal das Fundament weiterbauen, dass man gerade einen Blick hat, wie es weitergeht. Ja, warte mal. Ich würde hier noch was bauen. Hier müssen ja später Landing Pads hin und so. Ah, mir fehlt Beton wieder. Ja, Beton. Können wir die Betonproduktion nicht hier einverlagern fürs Erste? Ja, ich glaube, das mache ich auch. Nur noch provisorisch, dass ich hier was habe. Ich weiß nicht. Komm, ich hol dir was, okay? Ja, das ist generell blöd. Guck mal, wie viel wir hier noch brauchen. Ja. Dann verlegen wir das irgendwie auf das Band hier außen und fertig. Sind die Wege nicht mehr so weit. Wo ist er? Mist, ich vergesse es jedes Mal. Wand. Förderband, Mast. Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen?
Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, ja. Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!